alle müssen was davon haben. Und wenn nicht alle was davon haben, dann wird es nicht gemacht. Dann wollen wir immer noch unsere Dosen essen. Dann ist es uns immer noch wertvoller, weil dann kann ich sagen, ich bin ja aufgestiegen. Ich kaufe im Supermarkt und habe meine, was weiß ich, Baked Beans aus England. Während es ganz frische Bohnen, organisch, biologisch angepflanzt, von meinem eigenen Garten holen kann. Und so haben wir mit diesem Kitchengarten angefangen, Grow to Eat. Und von Grow to Eat, weil die so viel Land haben, bebauen die Menschen viel mehr Land und haben viel mehr Produkte. Und dann sagen wir, aha, jetzt können sie Grow to Earn. Jetzt können sie diese Produkte auf den Markt bringen und anfangen, Geld zu verdienen mit dem, was sie anbauen. Und das alles biologisch. Unbedacht und gezwungenermaßen biologisch. Und das ist unsere Aufgabe als allererstes, ist, dass wir für den eigenen Gebrauch, und das ist nicht als Drohung, wieder gesagt, es ist nur die Realität. Die jungen Leute kriegen alles mit. Das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt mit Internet, auf dem Telefon, überall, die kriegen mit, was auf der Welt los ist. Die müssen aber wissen, dass die mitbeteiligt sind. Gab wir neulich bei einem anderen Gespräch, die mussten eine Möglichkeit haben, mitzuwirken, Alternative sehen, eine Nische für sich finden, wo sie sagen, ich kann mich hier beteiligen, es ist nicht schlimm, dass ich meine Hände dreckig mache, es ist sogar edel und ich kann damit mein Leben bestreiten. Solange die Menschen denken, die arbeiten nur, um den Norden zu verdienen, und die haben, die wissen, dass sie nicht mit dem verdienen, um überhaupt so weit zu kommen, dass sie sagen, ich habe ein tolles Leben, ein Lebensstandard, den ich erstrebe, wie ich das in den Filmen sonst noch wo sehe, über die Filme alles. Bis das, wenn das nicht passiert, wird immer die Angst da sein, dass es irgendwann diese Rohstoffe nicht mehr gibt. Sprich, Kaffee, Kakao, im Moment, wo man sagt, ja, vielleicht ist keine Kaffee, kein Schokolade, kein Kaffee, weil die Menschen das nicht mehr anbauen wollen. Die Menschen müssen den Wert dieser Sachen sehen. Und genauso ist es mit Bio. Das heißt, mein Appell an Ihnen ist einfach, dass Bioanbau gibt es in der Vielfalt im Süden. Man muss dran zapfen, aber nicht ausbeuten. In dem Sinne, oh, wir bringen euch das bei, es muss so und so sein. Deswegen muss man sehr vorsichtig umgehen mit der Zertifizierung, der Sanktionierung, der Regelung, der Bewegung dieser Produkte. Man muss zusammen miteinander arbeiten. Man muss in Partnerschaft miteinander arbeiten und es geht um Geschäfte, es geht nicht um Entwicklungshilfe. Bitte, bitte nicht. Es geht um Geschäfte miteinander machen, verantwortliche Geschäfte, damit das Ökonomische mit dem Ökologischen im Einklang ist. Und nicht als Gegensätze, Ökonomisches versus Ökologisches. Es muss im Einklang sein. Und als letzter Satz sage ich immer, und als Beispiel benutze ich Fisch, ja, Fischöl wird auch benutzt bestimmt für verschiedene Sachen und auch für Bier. Wenn man mit unseren Menschen im Süden arbeiten will, besonders weil die Rohstoffe viele, man will ja auch Exotisches haben, bekommen wir. Muss man sich im Norden auch umstellen, dass man dann denkt. Früher hat man ja gesagt, man will den Menschen Fisch geben, man hilft den Menschen so. Und dann hat man gesagt, nee, die tun ja nichts, die kriegen das alles umsonst, sie sitzen ja passiv da. Dann bringen wir denen bei, wie sie fischen, damit die auch was tun. Ja? Und ich sage, nein, gib den Menschen keinen Fisch. Bring den Menschen nicht bei, wie sie fischen. Frag sie, ob sie Fisch essen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn Sie diese Frage stellen, dann fängt das Gespräch richtig an. Und dann als letzte Anregung, man muss sich fragen, wie wir bei Satoko den Familien und dieser Gemeinde, wo wir arbeiten, fragen, was können Sie vor Ort bebauen, das einheimisch ist, was genauso gut dient, als wenn Sie, sage ich mal, Brokkoli aus Europa nehmen. Wir haben sehr viele, sehr nahrungsreiche Produkte. Diese Frage müssen die Europäer sich auch stellen. Die Europäer müssen auch zu Hause gucken, was kann ich zu Hause anbauen. Dieses unbegrenzte Konsum, wo wenn ich will, kann ich alles haben, was ich will, das schadet dieser Gang hin zu Bio als Mainstream. Da muss man umdenken. Und dieses Gespräch muss da sein, muss im Süden wie auch im Norden. Und ich denke, das ist der richtige Ort dafür und es findet statt. Es fängt erst an. Ich freue mich sehr darauf zu sehen, was hier ist auf der Messe. Ich freue mich, dass ich dabei sein dürfte. Ich hoffe, dass mit meinen Fragen, mit meinen Anregungen viele Diskussionen entstehen werden. Ich will nur damit sagen, wir müssen auch mit dem Boot. Wir sind meiner Meinung nach nicht richtig im Boot. Und wenn, dann rudern wir. Und sind nicht die Kapitäne. Ich glaube, es muss ein Kapitän aus dem Süden und aus dem Norden sein, damit das überhaupt klappt. Und ich hoffe, dass das der Fall sein wird. Danke.
der Zwischenzeit angekommen.